Tag und willkommen in Baku. Wenn Sie sich an 2017 zurückerinnern, fand hier eines der ereignisreichsten Rennen der modernen Formel-1-Geschichte statt. Mit Kontroversen und reichlich Theater rund um das Safety Car. Überholmanövern in letzter Sekunde und einem historischen Podiumsplatz für Williams und Lance Stroll. Finden wir also heraus, was uns dieses Jahr bevorsteht. Es ist Zeit für den großen Preis von Aserbaidschan. Der Baku City Circuit hat eine Länge von ungefähr 6 Kilometer und bietet 20 Kurven sowie zwei DRS-Zonen. Die komplette Strecke geht durch die Stadt. Das Herzstück ist die Fahrt durch die Altstadt und dabei sieht man sogar die mittelalterliche Stadtmauer. Doch so schön die Kulisse auch sein mag, diese Strecke ist extrem anspruchsvoll. Der kleinste Fehler kann hier katastrophale Auswirkungen für die Fahrer haben. Zeit für den Grand Prix und erneut an meiner Seite ist Stefan Römer mit seiner eigenen Perspektive. Nun, wir sollten vielleicht mit Sebastian Vettel. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass Sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn Sie sich dem heutigen Rennen stellen. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Vettel, Gasly, Max Verstappen und Hamilton, Richter, Perez, Weber und Kevin Magnussen, Stroll, Raikkonen, Daniel Ricciardo und Sainz Jr., Norris, Hülkenberg, Devin Butler und George Russell. Albon und Romain Grosjean befinden sich am Ende der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schaffen. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fun 2019, was ich ja schon eingangs angesprochen hatte. Okay, the run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Take care. Ja, nochmal, also wie gesagt, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fun 2019. Wir sind heute im Rennen, hier in Baku. Ich habe das mit der Schaltung mal ausgeschaltet, weil wenn ich ehrlich bin, mache ich das in Spanien in der nächsten Woche wieder an. Aber jetzt will ich das erstmal wieder auslassen. Tja, wir schauen mal, ob wir was reinkriegen, aber was hinbekommen. Platz 7! Wieder einer unserer guten Ergebnisse. Mit Platz 7 zum dritten Mal in Folge stehen wir vorne dabei. Jetzt heißt es nur noch, das ganze Ding im Rennen ummünzen und gucken, dass wir hier vielleicht sogar ja, ein Top-Ergebnis holen. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, nächste Woche geht es nach Spanien. Das habe ich ja schon gerade angeschnitten. Aber heute erstmal ein bisschen Aserbaidschan mit einem harten Rennen. Aber wir wollen natürlich hier wieder Punkte ohne Ende für Williams. Das war natürlich nicht so ideal. Aber meine eigene Schuld, das muss ich auch zugeben. Dauert wieder ein bisschen, wir dürfen noch die warten, aber das Gute, es war relativ spät.
So, jetzt starten wir hier mit dem nächsten, mit dem Rennen. Das war jetzt nicht mein Problem. Dankeschön, dass er mir einfach mal kurz das Auto komplett wegräumt. Muss man ja machen. Mann, gib mir nicht alle auf den Geist, Alter, mit eurer Scheißaktion. Fuck you, Fotze. Mann, fuck you einfach, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Sorry, dass ich mich gerade ausraste. Man kann nur rammen. Scheiß KI, Alter. Manchmal geht's ja echt auf die Nüsse. So, jetzt bin ich wieder auf 8, also zumindest mal zwei Plätze wieder vorne. Das war ein Platz. Ich habe gegen Perez verloren. Sorry, dass ich gerade für das Wort. Das war jetzt eigentlich nicht so beabsichtigt. Hot Vita, das ist nicht wahr. Man wird einfach die ganze Zeit in die Wand geschoben. Ja, fahr ruhig in die Wand. Habe ich ja schon erwähnt, dass ich diese Strecke absolut nicht leiden kann. Dann hat man Lewis Hamilton, der einfach mal sagt, komm, ich muss bremsen. Ja, sorry, wenn ich jetzt so viel Rückblenden wieder einsetze, aber das ist, man kann nicht, der kann nicht, ich kann nicht fahren, scheiß KI manchmal. So, jetzt. Ich will mal wenigstens ein bisschen durchkommen hier. So. Und im Zweifel bremst man halt, haut man mal wieder ins Heck, damit ich wieder den Flügel weg habe. Sorry, wenn ich wie gesagt so viel Rückblenden gerade einsetze. Hab ich schon, wie gesagt, das ist nicht meine Strecke hier. Für den Monaco wahrscheinlich auch noch ähnlich werden. Was gemacht? Oder habe ich schon wieder Flügelschaden? Natürlich habe ich Flügelschaden. Natürlich habe ich vorne einen Flügelschaden. Wie soll das auch anders sein? Ich brauche keinen Flügelschaden wechseln. Ich fahre mit dem kaputten Flügel durch. Ich bin mir so, soll ich mir jetzt so einen Platz. Geh mir nicht auf den Piss, Alter. Ich hasse das, wenn die Leute mich nur rammen müssen. Sorry, da habe ich jetzt gerade einfach mal zurückgerammt. Wenn man mich die ganze Zeit in die Karre fahren zu müssen, mein Rennen ist eh gelaufen. Weil ich wieder einen Schaden am. Nicht nur einen Schaden am Flügel haben. Sondern auch noch meine Einheiten kaputt sind. Aber ich kann das Tempo vergessen, ich soll ich da vorne überhaupt nicht mitgehen.
Und ich meine, Flügelschaden werde ich wahrscheinlich richtig Plätze verlieren. Also Platz 7 kannst du knicken. Warum auch nicht? Meine Fresse, ich hasse so Leute! Vorher war das schon so. Ey, da fährt der die ganze Zeit einem in die Karre. Alter, wir spielen die Formel 1 und fahren keine Crash Car Challenge. Schon die ganze Zeit. Ja, ich will versuchen, mich zu wehren, aber ich kann nicht. Ich muss mich jetzt irgendwie wehren. Also ich kann mit dem Auto kannst du eh nichts machen. Mit 7 würde ich ja haben, aber ich komme nicht daher. Ich habe das Tempo vorne vergessen, aber so kann ich mir nicht. Sorry, wie gesagt, dass ich mich auch manchmal ein bisschen abfacke gerade. Vielleicht dann sind wir danach sogar letzter. Dieser Strecke vor allen Dingen. Ah, Mann. Wenn wir den Flügel wechseln, werden wir ziemlich viel Position verlieren. Ich dachte, man könnte ein paar Punkte mitnehmen. Jetzt kommen die wieder rangeflogen, weil ich einfach keine Pace habe. Er muss hier wechseln. Ja, wir sind letzter. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dass du mir. Ja, danke schön, dass du so spät einfach rübergehst, Scheißspiel, ey. Mitten in der. Schön in der ersten Szene, ja. Das Thema ist eh gegessen. Die Runde. Wir sind wieder letzter, wahrscheinlich mit Abstand. Mein einziger Safety Car kann das jetzt irgendwie noch in den Arsch retten. Also wir starten von 107 und hängen jetzt hier wieder auf 20, da wo wir ursprünglich hingekommen sind. Es kommt alles zusammen, alle Einheiten hier langsam am Arsch. Das heißt, wir dürfen schon im nächsten Rennen die Einheiten tauschen komplett. Aber wie gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, Baku ist nicht so meins. Überhaupt nicht meins. Ja, mit dem Flügelwechsel kannst du nicht. Wenn wir Glück haben, wenn wir hier irgendwo 15., 14. oder so, aber das kannst du ja knicken. Mehr wird wahrscheinlich nicht drin sein. Platz 7 oder was, wo wir gestartet sind, kannst du knicken. Dann gehen dann die anderen in die Box. Das kann doch nicht sein, dass sie so ewig lange brauchen. Und 10 Sekunden.
Russell raus. Oh, ich bitte den Safety Car. Das wäre jetzt natürlich. Safety Car würde mir jetzt quasi so den Arsch. Der eine Williams schon raus, der zweite hat mega Probleme. Aber es gibt kein Safety Car. War mir klar. Ja, 15,3. Also wir holen wieder auf das Ende des Feldes. Aber ob es dann reichen würde, also das wieder dran zu kommen und beziehungsweise durchzukommen. Beziehungsweise Punkte zu holen hier. Na, das steht noch mal an Stern. Da sind einiges in der Box, aber die müssen jetzt erstmal wieder holen. Also diese Spiel auf der Strecke. Also sie sind knapp hinter Perez, oder wo wir auch waren. Also schlecht war das gar nicht. Mir klar, dass der Perez versucht, so einen Move versucht. Hm, vielleicht hat es doch was gemacht. Mal gucken. Ich habe das. Gerade jetzt habe ich das Thema noch nicht so ganz aufgegeben. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir Ricciardo gezogen bekommen und den Haas davor. Das könnte Magnussen sein. Und beim Perez hat man ja auch eben einmal auch schon die ganze Zeit hinter uns. Also jetzt. Ja, Ricciardo war schon in der Box, ne? Es waren noch 17 nur. Also zwei Plätze gewonnen nochmal. Ich glaube aber nicht, dass wir das. Dass wir DRS-Fenster sind. Ne, sind wir definitiv nicht. Der Abstand müsste immer bei 1,5 bis 2 Sekunden liegen. Das Problem haben wir mit Perez an der Backe. Der hat natürlich kein Problem, mit DRS vorbeizugehen. Oh, danke fürs Wegkram, Mann. Hauptsache, du musst. Perez, du bist ein King. Du bist der King dieser Strecke. Oh, das ist doch nicht wahr, weil die alle nicht fahren können. Ja, warum immer? Warum? Was habe ich denn jetzt für eine Scheiße an der Backe? Ja, der sagt mir. Dann macht der Auto so Moves raus. Ja, das war's. Wir können eigentlich das Rennen schon aufgeben, weil das Getriebe durch ist. Das war's schon. Och, leck mich doch am Arsch. Läuft gerade überhaupt nicht, ne? Gearbox-Schaden, Getriebeschaden, das war's, das Rennen ist gegessen. Ja, wir können nichts machen. So ein Katastrophenschaden.
Ja, wir haben Getriebeschaden. Das war's. Aus, vorbei, Ende der Durchsage. Also ich versuche das Auto irgendwie noch... Weil er mir... Ja, beim Fernseher wird in 5 Minuten sich auch noch abschalten. Das ist natürlich geil. Ich hatte leichte Hoffnung, Punkte nochmal mitzunehmen nach den Stops. Aber jetzt hat sich das Thema erledigt. Mit dem kompletten Getriebeschaden haben wir keine Chance, das Auto irgendwie zu machen. Es sei denn, es repariert sich jetzt wieder, aber das wird auch nicht passieren. Von 7 gestartet, dann so ein Schlag in die Fresse, Alter. So ein Schlag in die Fresse. So ein Drecksrennen. Dann passiert wieder eh nichts mehr. Das war's. Wir müssen jetzt hier bei Platz A mit dem 8. Gang um die Kurve schleichen. Komm, wie langsam der braucht beim Runterschalten wieder. Ja, und wie schaut sich das Getriebe doch? Ich glaube, das Getriebe hat sich gerade wieder ein bisschen erholt. Ich meine, Punkte holen wir auch keinen mehr, aber... Oh, leck mich doch am Arsch! Mann, es kommt doch wieder alles zusammen. Es läuft irgendwie nicht. Das Getriebe läuft ja, aber es ist halt nicht. Das gibt halt manchmal so Rennen. Auch wenn ich mich jetzt drüber abfacke und alles drum und dran, was heute einfach wirklich gar nicht läuft, weil einfach wirklich alles zusammenkommt. Und wieder gucken wir mal bei Platz 19 rum. Nächste in der Box ist Alvin. Auch der jetzt auf den Softreifen. Das heißt, wir dürfen einfach komplett mal alles austauschen zum nächsten Rennen in Barcelona. Wobei, da kommt eh die wahrscheinlich Ausbaustufe. Mal gucken, wie das nach vorne gehen könnte. Jetzt muss ich meinen Fernseher. Mein Fernseher meint, da mache ich mich aus. So, die haben mich jetzt natürlich ein bisschen vorgegriffen. Also scheint nicht nur einer, da vorne scheint wirklich einer Probleme zu haben. Ich kann sein, dass wir da wieder mithalten können auf einmal mit dem Feld. Ich glaube, der Sauber, der da vorne rumfährt, beziehungsweise der Alpha, der scheint so sein Problemchen zu kriegen.
wird aber nicht reichen, um in die Punkte zu kommen. Weil irgendwie scheint das Getriebe sich wieder ein bisschen erholt zu haben. Sorry, wie gesagt, fand ich mich mal ein bisschen aufregend, weil ich merke, dass ich ein bisschen weinerlich bin. Es ist halt einfach so, ich bin halt so ehrgeizig. Ich möchte gerne natürlich das bestmögliche Ergebnis immer rausholen und alles drum und dran. Und wenn es halt nicht läuft, dann bin ich halt einfach so. Sorry, da muss man immer schon ein bisschen mit klarkommen. Aber jetzt versuchen wir natürlich immer vielleicht nochmal ein paar Autos zu überholen, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen was rausholen können im Idealfall. Also dieser Punkte wird es natürlich nicht geben, aber irgendwie davor wäre Platz 15. Zehnte Runde, also drei Runden haben wir noch. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen vielleicht auf der langen Geraden. Oder auch nicht. Ja, geil. Der ist einfach von Venom sich in die Wand gesetzt. Der hat's einfach. Oh, Alter. Weil der Haas da vorne alles auffällt. Grosjean ist das. Ja, ich komme nicht da vorbei, weil der einfach so. Weil Albon direkt zumacht. Und ich habe immer noch keinen. Doch, jetzt kriegt der, ist okay. Reicht das vielleicht sogar beide zu kassieren vor der ersten Kurve? Es wird ein hartes Stück Arbeit, die beide zu snacken. Ich habe mich nur vorbeigekämpft, lieber Herr Albon. Albon, der war auch vorbei an Romain Grosjean. Wir treffen uns, wie gesagt, nichts werden, aber. Oh, da hat sich einer verabschiedet, oder? Irgendwas getan, wie auch immer. Rommel. Grosjean. Deswegen hat er mega. Er hat auch ein bisschen aufgehalten. Weil das Auto wahrscheinlich durch ist von ihm. Rennen, ey. Was ein Scheißrennen heute. Ja, ich habe die Leistung leider nicht. Mir fehlen halt 15 km/h, ne, auf der Geraden. Gegen den Toro hast du keine Chance. So, jetzt muss ich wieder rankommen. Aber das ist ein Rennen trotzdem zu vergessen. Katastrophe. Was für eine Katastrophe. Es fing so gut an. Es fing so gut an, aber danach kam alles Schlechte zusammen. Das ist so ein Rennen, wo einfach in Australien, wo es eigentlich zwischendurch mal wirklich gut aussah und dann aber mal so gar nichts mehr passierte. Nichts mehr ging.
Hammer. Ey, man steht aber wirklich voll auf der Bremse. Man steht wirklich voll auf der Bremse. Das Auto. Ich bin die Wand mit dir. Komm. Hol dir da mal den nächsten Flügelschaden ab. Zumindest ich letzter werde und mein Rival einschlagen. Ich glaube nicht, dass ich ins DRS komme. Der wird nämlich gegen den Renault jetzt ins DRS gehen. Ja, das ist Gott sei Dank die letzte Runde. Der holt sich den allerdings auch noch. Solange die zwei sich davon kämpfen, kann ich ja wieder rankommen, ne? Ich habe das Thema Alex Albon schlagen noch nicht abgegeben. Aufgegeben, Entschuldigung. Vettel gewinnt den großen Preis von Baku. Also großen Preis von Europa und Aserbaidschan, so rum ist es eigentlich. Nein! Und jetzt gibt er mir tatsächlich. Und jetzt macht er mir das Getriebe kaputt. Und damit hätte ich es tatsächlich sogar noch schaffen können. Und da geht mir wirklich in der letzten Kurve nochmal das komplette Getriebe durch. Ich hätte es packen können, ich wäre vielleicht auch 16. geworden. Aber dieses Rennen war eine absolute Katastrophe. Ein Tag zum Vergessen, ein Rennen zum Vergessen. Platz 18. Was war das für eine fantastische Fahrt? Das war ein absolutes Horrorrennen. Ja. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Bei der Siegerehrung sehen wir den roten Anzug, der den Fans auf der ganzen Welt bekannt ist. Ein Weltklasse-Sieg für ein Weltklasse-Team. Ferrari hat es wieder einmal geschafft. Oh, was für ein Schlag. Kurz an, wie sich die Fahrerrangliste verändert. Sebastian Vettel wird sehr froh über dieses Resultat sein, da er seine Führung in der Meisterschaft weiter ausbaut. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich. Das muss Lando Norris sein, oder?
Geschmeidig, selbstsicher und souverän. Ich habe keinerlei Zweifel, dass er und sein Team überglücklich mit der heutigen Leistung sein werden. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, das heißt Spanien. Was ein Scheißrennen, ey. Nee, es war heute eigentlich, es war heute nicht das, nicht unser Rennen. Es sah eigentlich ganz gut aus gestern mit dem Qualifikation mit dem 7. Platz, aber dann kam am Rennen erst rein. Und dann kam in der letzten Kurve die Möglichkeit, vielleicht sogar noch, und zumindest unseren Rivalen zu schlagen. Nein, und dann geht mir das Getriebe durch. Ja, mein Rivale führt, das ist mir schon klar. Danke dem scheiß Getriebe. Könnte ich jetzt 18 Leute sein. Na gut, das haben wir zumindest auf die Reihe bekommen. Ich hätte so erwartet, dass die so runtergeht, die. So, in deinem Arbeitsplatz. Hier können wir die Bedingungen unseres Angebots anpassen. Je ambitionierter unsere Ziele sind, desto bereitwilliger ich bleibe bei Williams. Entsprechende Vergünstigungen einräumen. Wir können zwar mehr als nur ein Angebot unterbreiten, aber wir müssen dennoch vorsichtig sein. Wenn ein angebotener Vertrag deinen Wert für das Team übersteigt, wird das Angebot abgelehnt. Passiert das zu häufig, bleibt uns nur noch das ursprüngliche Angebot. Was hältst du hiervon? Ja, bitte. Okay, dann haben wir kein Angebot mehr. Kein Dings mehr. Sondern ein bisschen was entwickeln. Wir wollen ja da unten nochmal weg. So, na gut, dann machen wir das anders. Dann knallen wir jetzt den Motor noch rein. Ja, bitte den neuen Motor einbauen, Stufe 2. Genau wie das Ding. Das Ding. Und hier eine neue Einheit, neue Turbolader für das Spanienrennen. So, jetzt muss ich das Getriebe neu austauschen. Ja, ist dann leider so. Muss ich es halt jetzt so akzeptieren. Einmal komplett Umbau. Gut, dann gehen wir rein ins nächste Rennen. Besprechung. Ja, ich bin mir scheißegal. Ach Gott. Oh, es ist kurz manchmal. Gut, nächste Rennen. Wie gesagt, vorausschauen auf das nächste Rennwochenende ist spannend. Und da sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen.